Israel beendet seine Militäroffensive im besetzten Westjordanland. Bevölkerung in Saporischschja wird auf Atomkatastrophe vorbereitet. Weniger als 48 Stunden nach Beginn der größten Militäroffensive im Westjordanland seit 2 Jahrzehnten hat Israel seinen Einsatz beendet. Bei dem Einsatz in Jenin, der Hochburg militanter Palästinenser, wurden mindestens 12 Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Auf israelischer Seite starb ein Soldat. Als der Rückzug begann, wurden aus dem Gazastreifen Raketen Richtung Israel abgeschossen. Die israelischen Streitkräfte reagierten mit Luftangriffen. Zuvor hatte ein Palästinenser in Tel Aviv einen Anschlag verübt und Menschen verletzt, als Reaktion auf die Operation in Jenin. Israels Ministerpräsident schloss weitere Militäroperationen nicht aus. Die UNO hat das Ausmaß der israelischen Luft- und Bodenoperationen verurteilt, insbesondere die Luftangriffe auf ein dicht besiedeltes Flüchtlingslager in Jenin. Laut israelischem Militär habe sich die Antiterroroperation auf die Beschlagnahme von Waffen und die Bekämpfung von Terroristen konzentriert. Die Palästinenser nennen es eine Invasion. Erneut gibt es Streit um das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine. Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig vor, einen Anschlag auf Europas größtes Atomkraftwerk geplant zu haben. So soll Russland nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes damit begonnen haben, seine MitarbeiterInnen aus dem Kernkraftwerk abzuziehen. In seiner Videoansprache sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporischschja Gegenstände platziert habe, die Sprengstoff ähnelten, und nannte die Aktion eine gefährliche Provokation. Von russischer Seite hieß es, dass die ukrainischen Streitkräfte versuchten, das AKW Saporischschja mit Raketen und Drohnen anzugreifen. In der nahegelegenen Stadt Saporischschja werden die BewohnerInnen auf den Fall einer nuklearen Katastrophe vorbereitet. In dem Kurs, dem auch JournalistInnen beiwohnen, lernen sie, einen Notfallkoffer zu packen und improvisierte Atemschutzmasken herzustellen. Die BewohnerInnen sind besorgt und sehen die Vorbereitungen teilweise kritisch. Переживаємо, звісно, що переживаємо, тому що в нас і діти тут з нами, онуки тут з нами. Я думаю, к этому никак не приготовишься. Единственное, быть в курсе и вовремя, зная направление ветра, уехать в другую сторону. И да, я считаю, что для моей семьи это загроза. Насколько серьезно, не знаю, но в любом случае это загроза. Чернобыль я помню. Das ukrainische Militär hat derweil Videomaterial veröffentlicht, auf dem die Truppen einen Gradraketenwerfer einsetzen und gibt an, territoriale Gewinne zu erzielen. Nach Angaben der westlichen Verbündeten sei die Gegenoffensive jedoch noch nicht in vollem Gange. Russische Minen erschweren den Vormarsch. Die diplomatischen Spannungen zwischen der Ukraine und Georgien sind akut. Die historisch befreundeten Länder streiten über das Schicksal des georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili, der in Haft sitzt und erkrankt ist. Zugespitzt hat sich die Situation, als der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dem georgischen Botschafter 48 Stunden Zeit gegeben hat, das Land zu verlassen und die Angelegenheit in Tiflis zu regeln. Das georgische Außenministerium spricht von einer extremen Form der Eskalation in den diplomatischen Beziehungen. Saakaschwili sei selbst schuld an seinem Gesundheitszustand. Ukrainelle Haufis Gas, absolut, Kavela, Krisis, Situation,
Michail Saakashvili ist ukrainischer Staatsbürger und in Georgien seit 2021 mit mehreren Anklagen konfrontiert. Nach einem langen Hungerstreik verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Saakashvili hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine einstweilige Verfügung beantragt, um zur Behandlung ins Ausland verlegt zu werden. Der Antrag wurde abgelehnt, aber die Prüfung des Falls wird in Straßburg fortgesetzt, so sein Anwalt. Die Ukraine hat derzeit keinen Botschafter in Georgien. Der Diplomat wurde wegen eines anderen Streits abberufen, was beide Länder eint, von Russland besetzte Gebiete. Der Höhepunkt der Gewalt ist überschritten. Das ist die Botschaft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an die fast 250 Bürgermeisterinnen der Städte, die von den Unruhen erschüttert wurden und mit denen er am Dienstag in Paris zusammenkam. Als Konsequenz aus der Krise kündigte Macron ein Notstandsgesetz an, um den Wiederaufbau zu beschleunigen. Aber die Bürgermeisterinnen wollen mehr. La problématique, parce que les dealers ont remettent de l'ordre. C'est malheureusement la triste réalité, mais c'est ce que l'on vit à chaque émeute urbaine dans nos communes. Et on sait très bien que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, il y aura à nouveau des émeutes urbaines. Et que cela donc nécessite un travail immédiat de retour à l'ordre, évidemment, de retour à l'autorité régalienne. C'est transpartisan, hein, ce que je vous dis. Hein. Et puis parallèlement, qu'il y a un travail profond, totalement différent de ce qui est fait depuis une trentaine d'années. Macron seinerseits ließ sein Bewusstsein dafür durchblicken, als er betonte, dass es nicht darum gehe, seit Jahrzehnten praktizierte Dinge zu wiederholen. Nachdem die Unruhen in Frankreich mit Brandstiftungen, Plünderungen und Gewalt auf den Straßen abflauen, sind jetzt die Gerichte am Zug. In Schnellverfahren wird abgeurteilt. In Lyon versuchten rund 30 linksextreme Aktivisten, die Inhaftierung eines Mannes mit einem Anti-Polizei-T-Shirt zu verhindern. Solche Aktionen haben Konsequenzen. Ça impacte fortement les possibilités qui sont offertes pour que chaque détenu puisse accomplir tout projet de sortie. Donc voilà, ça reste des conditions très difficiles et malheureusement, plus on place en détention des personnes, plus la maison d'arrêt est en surpopulation. Donc c'est compliqué. Seit Montag laufen in Lyon in zwei Gerichtssälen die Schnellanhörungen, die nach dem Vorfall unterbrochen wurden. In ganz Frankreich hat die Justiz jetzt nicht nur die Unruhen aufzuarbeiten, sondern auch den Tod eines jungen Farbigen, der bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Sein Fall, der die Unruhen ausgelöst hat, steht für ein wesentlich größeres Problem, das Frankreich jetzt zu lösen hat. In Frankreich nimmt die Kontroverse um die Spendensammlung für den Polizisten, der bei einem Einsatz einen Teenager tötete, weiter zu. Laut dem rechtsgerichteten Aktivisten, der die Sammlung ins Leben rief, steht die Familie des Beamten vor einer Welle der Spendenbereitschaft der Öffentlichkeit. In nur einem Tag seien mehr als 1 Million Euro gesammelt worden, um die Gerichtskosten für die Familie des Polizisten zu decken. Die Tat führte in Frankreich zu schweren Unruhen. Gegenüber Euronews kritisierte der Aktivist Präsident Emmanuel Macron für die Entlassung des Polizisten. Je fais pas une concurrence victimaire, si vous voulez. C'est vraiment un élan de générosité et une émotion qui a été suscitée dans tout le pays par cette famille qui souffre aujourd'hui de la perte d'emploi et de la dégradation professionnelle et même politique, hein, puisque ce policier a été lâché par le président de la République lui-même, qui est censé être son dirigeant, dès le départ, et sans préjudice de n'importe quel élément d'enquête en sa possession. Messias sagte, werde keine Spenden für die Familie des Opfers sammeln. Verantwortlich für die Tragödie sei die französische Justiz, da sie es versäumt habe, den Teenager hinter Gitter zu bringen, der als Straftäter bekannt gewesen sei.
Schließlich habe Nahel den Anweisungen der Polizei nicht Folge geleistet. Si ce jeune avait tout simplement tempéré, qu'il était descendu calmement de son véhicule en coupole moteur, il ne serait pas mort. Le fait de ne pas obtempérer aux forces de l'ordre vous fait mettre le doigt dans un engrenage qui, encore une fois, peut aboutir à un drame. En l'espèce, Nahel s'est suicidé, ni plus ni moins. Die Spendensammlung für den Polizisten löste in Frankreich eine hitzige politische Debatte aus. Premierministerin Elisabeth Borne sagte, die Spendensammlung trage nicht dazu bei, die Spannungen abzubauen. D'abord, ce n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de l'existence d'une cagnotte. C'est à la justice, le cas échéant, de se prononcer sur la légalité de cette cagnotte. Le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui ait lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter de l'apaisement. Bislang spendeten mehr als 40.000 Menschen Geld an die Familie des Polizisten. Spaniens Regierung hat offiziell das Ende des Corona-Gesundheitsnotstands erklärt. Damit enden alle außerordentlichen Maßnahmen, die im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschlossen worden waren. Mit der Entscheidung endet auch die bislang geltende Maskenpflicht in Apotheken, Gesundheitseinrichtungen und Altenheimen. Die Beschlüsse der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez werden nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten.